Juli 1944. Der britische Geheimdienst plant ein Attentat auf Adolf Hitler. Ein Scharfschütze soll mit dem Fallschirm über Deutschland abspringen und sich nahe Hitlers Landsitz am Obersalzberg in Position bringen. Dort soll er den Naziführer bei einem seiner täglichen Spaziergänge abpassen und töten. Aber die Briten zögern, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Sollen sie einen blutrünstigen Demagogen töten oder einen mittelmäßigen Kriegsstrategen am Leben lassen? Sie entscheiden sich für Letzteres. Der Plan wird verworfen. Denn im Juli 1944 kommt der britische Geheimdienst zu dem Schluss, dass Hitler als oberster Befehlshaber der Wehrmacht ihr bester Verbündeter ist, um das Deutsche Reich zu besiegen. Denn Hitler macht gravierende Fehler und verliert entscheidende Schlachten. Hitler liebte das Risiko. Meines Erachtens war Hitler ein Zocker. 1940 ist England angeschlagen. Doch Hitler lässt zu, dass die britische Armee sich neu formieren kann. Die Zivilbevölkerung anzugreifen statt militärischer Ziele oder Industrieanlagen war ein Riesenfehler. Ein Fehler, der ihn während der alliierten Landungen in der Normandie teuer zu stehen kommt. Im Osten schickt Hitler seine Truppen gegen die Rote Armee, bei klirrender Kälte. Ein fataler Fehler. Die deutschen Truppen waren für diese Eiseskälte nicht ausgerüstet und litten immens. Im Jahr 1942 meldet die Wehrmacht allein an der Ostfront rund 1 Million an Toten, Vermissten und Verwundeten. Hitler hat den Krieg im Osten verloren. 1944 startet er eine aussichtslose Offensive in den Ardennen. Seine Generäle glauben nicht an einen Sieg. Der Angriff funktionierte nur auf dem Papier. Bei dem verzweifelten Großangriff an der Westfront verheizt Hitler das letzte Aufgebot der Wehrmacht und ebnet den Alliierten den Weg nach Deutschland. Am 10. Mai 1940 beginnt der Fall Gelb, Hitlers Westfeldzug. Mit einem Blitzkrieg beendet Hitler den Sitzkrieg. London und Paris hatten dem Deutschen Reich nach dem Überfall auf Polen den Krieg erklärt, waren aber kaum aktiv geworden. Nun überrennen deutsche Truppen in nur wenigen Tagen die neutralen Benelux-Länder. Am 10. Mai 1940 gingen beide Seiten zum Angriff über. Gegen 5 Uhr morgens haben zuerst die deutschen Truppen die Niederlande und Belgien angegriffen. Ab 7 Uhr morgens marschierten daraufhin französische und britische Truppen in Belgien ein, in der Hoffnung, den Belgiern und den Niederländern helfen zu können. Dadurch sind sie in eine Falle geraten. Denn die Meisterleistung der Deutschen war es, in der Schlacht von Sedan die Maginot-Linie zu durchbrechen. Und so trafen die anmarschierenden Truppen der Westmächte auf 3 deutsche Panzerdivisionen. Diese wurden unterstützt von 1500 Flugzeugen der Luftwaffe. Die 9. französische Armee, die aus ziemlich unmotivierten Reservisten bestand, hatte da wenig Chancen. Der Angriff auf Belgien und die Niederlande soll große Teile der alliierten Truppen anlocken. Dazu kämpfen sich die Deutschen mit Panzern über die Ardennen vor, reißen ein Loch in die französische Front und kesseln die Verteidiger durch einen Sichelschnitt ein. Vom 13. bis zum 28. Mai preschen die Deutschen von den Ardennen bis nach Abbeville vor. Ganz Nordfrankreich ist nun abgeschnitten. In 5 Tagen legen sie 80 bis 95 Kilometer zurück. Unglaublich, wenn man den Schlachtverlauf von 1918 bedenkt. Und sie treiben die französischen und britischen Truppen in Dünkirchen in die Falle. Dort sind nun rund 500.000 französische und britische Soldaten eingekesselt. An den Nordseestränden in die Enge getrieben, haben die Alliierten den vorrückenden deutschen Truppen nichts entgegenzusetzen. Sie können nur noch abwarten, bis die Wehrmacht den vernichtenden Schlag ausführt.
Doch gegen den Rat einiger Generäle schlägt Hitler sich auf die Seite des vorsichtigen Generaloberst von Rundstedt. Die Infanterie soll erst nachrücken. Es ergeht der Haltbefehl. Ein schwerer Fehler. Die britischen Soldaten sind in Dünkirchen gefangen. Sie können nur auf eine Evakuierung hoffen, aber die wäre äußerst riskant. Die Deutschen könnten praktisch die gesamte britische Armee gefangen nehmen und so die Verteidigung Großbritanniens unmöglich machen. Es hatte einen heftigen Streit gegeben mit dem Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte, Generaloberst von Brauchitsch, der Dünkirchen unverzüglich angreifen wollte. Aber Hitler fühlte sich bei der Entscheidungsfindung übergangen und hielt dagegen. Hitler wollte seinen Generälen klarmachen, wer in der Armee das Sagen hatte, und verbat sich weiteren Widerspruch. Hitlers strategische Fehleinschätzung eröffnet ein unerwartetes Zeitfenster für Operation Dynamo. Ein Großteil der britischen Berufsarmee und tausende französische Soldaten können evakuiert werden. Insgesamt rund 340.000 Mann. Die Bedingungen waren schwierig. Das Wetter hatte umgeschlagen und die Zeit war knapp. Nach Erkenntnissen der Geheimdienste würden die Deutschen nur ein paar Tage pausieren. Der einzige Rettungsweg für die Soldaten führte über den Strand. Es gab keinen Hafen. Große Schiffe konnten nicht anlegen. Darum organisierte das britische Militär viele kleine Boote, die nah ans Land rankamen. Sie mobilisierten alles, was schwimmen konnte. Militärboote, private Yachten, kleine Boote, Fischkutter. La Royal Navy. Die Royal Navy, die britische Handelsmarine und sogar Segler von der Küste packten alle mit an und stellten ihre Boote zur Verfügung. Der Haltbefehl dauert 3 Tage und 8 Stunden. Die Luftwaffe beginnt, die britischen Schiffe vor der französischen Küste zu jagen. Mit todbringenden Sturzkampfbombern, kurz Stukas. Pendant toute cette opération, Hitlers Luftwaffe verfolgt sie unermüdlich und bringt ihnen ziemliche Verluste bei. Bei dieser Jagd werden Dutzende Schiffe der Royal Navy versenkt. Die Luftwaffe und die Royal Air Force lieferten sich einen erbitterten Luftkampf. Die Briten mussten zwar ganz schön was einstecken, aber ihre Bomberflotte blieb trotzdem intakt. Für die Evakuierung in letzter Sekunde, später als Wunder von Dünkirchen bezeichnet, werden alle verfügbaren Luftstreitkräfte auf britischem Boden mobilisiert. Die Lage ist ernst. Es geht um das Fortbestehen der britischen Armee. Halber Sieg oder halbe Niederlage? Die britischen Truppen werden zwar wieder aufgebaut, aber auf Kosten zehntausender französischer Soldaten, die zurückgelassen werden, um die Flucht der Briten zu ermöglichen. Sie kommen in deutsche Kriegsgefangenschaft. Die hektische Flucht bringt für die Briten einen enormen Materialverlust mit sich. Um ihr nacktes Leben zu retten, lassen die Soldaten alle ihre Waffen, Panzer, Geschütze und Fahrzeuge an den Stränden Frankreichs zurück. Eine Katastrophe, denn der Krieg fängt gerade erst an. Außerdem sind die Briten nun ganz allein, denn ihre französischen Verbündeten haben sich den Deutschen ergeben. Die Wehrmacht marschiert über die Champs-Élysées. Nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands von Compiègne zeigt sich Hitler vergnügt. Seine Revanche für die Schmach im Ersten Weltkrieg ist geglückt. Er kontrolliert nun große Teile Westeuropas. Auch Großbritannien scheint nun leichte Beute zu sein. Aber Hitler unternimmt erst einmal nichts und hofft auf Englands Verständigungsbereitschaft. Tatsächlich zögert Hitler. Er liebäugelt mit einer Übereinkunft mit Großbritannien. Denn er betrachtet die Briten als arisches Volk. Es ist also auch eine Rassenfrage für ihn. Und er meint, die Angelsachsen gehörten ebenfalls zur sogenannten Herrenrasse. In seinem Geist
Hitler will wohl ein Abkommen mit Großbritannien schließen, damit er nicht an zwei Fronten kämpfen muss. Dann wäre der Westfeldzug beendet und er könnte sich ganz der Ostfront widmen. Der Plan wäre vielleicht aufgegangen, wenn nicht Churchill am 10. Mai 1940 die Nachfolge von Premierminister Chamberlain angetreten hätte. Indem er Churchill auswählte, entschied sich König Georg VI. Faktisch für Krieg. Er hätte auch Lord Halifax zum Premierminister ernennen können, der eher pazifistisch eingestellt war und vielleicht einen Kompromiss mit Deutschland geschlossen hätte. Aber er entschied sich für Churchill, einen 65-Jährigen, der schon lange in der Politik war. Er hatte den Ersten Weltkrieg und den Burenkrieg miterlebt und hatte eine sehr klare Haltung. In seiner Antrittsrede vor dem britischen Unterhaus sagt Churchill: Ich habe nichts zu bieten außer Blut, Tränen und Schweiß. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Wir werden an den Stränden kämpfen. Er schließt mit den Worten: We shall never surrender. Wir werden uns niemals ergeben. Aus den Invasionsplänen seiner Strategen wählt Hitler den von Reichsmarschall Hermann Göring, dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Göring will sich profilieren und seine Stellung innerhalb der NS-Hierarchie stärken. Er will die Bedeutung der Luftwaffe weiter ausbauen und versichert Hitler, dass er ihm Großbritannien und das britische Empire auf dem Silbertablett servieren wird. Göring sagte: Kein Problem. Mit der Royal Air Force werden wir fertig. Die haben 1000 Flugzeuge verloren. Es dauert keine 3 Wochen. Hitler hatte wenig Ahnung von der Fliegerei und gab sein Okay. Das war ein enormer strategischer Fehler. Im Juli 1940 erteilt Hitler im Rahmen des Unternehmens Seelöwe die Weisung zur Vorbereitung einer Landungsoperation gegen England, die, wenn nötig, durchzuführen ist. Um die für eine Invasion notwendige Luftüberlegenheit zu erreichen, wird die gesamte Luftwaffe mobilisiert. Ihre gezielten Großangriffe sollen die Verteidigungsfähigkeit und Moral der Briten innerhalb weniger Wochen derart schwächen, dass Hitler das Königreich zu einem Kompromissfrieden zwingen kann. Dies würde eine Invasion überflüssig machen und Ressourcen sparen. Die Luftschlacht um England durchläuft mehrere Phasen. Die erste zielt darauf ab, den britischen Handelsverkehr im Ärmelkanal lahmzulegen. Die Deutschen bombardieren dazu vorwiegend Häfen und Schiffe, auch Handelsschiffe, um die britische Versorgung abzuschneiden. Sie versenken Kohleschiffe und Schnellboote. Es geht Schlag auf Schlag. In der zweiten Phase konzentrieren sie sich auf die Kommandostützpunkte der britischen Luftstreitkräfte. In dieser entscheidenden Phase will die Luftwaffe die Militärflugplätze rund um London zerstören. So soll ein Luftkorridor entstehen, über den die deutschen Bomber das gesamte Gebiet erschließen können. Ursprünglich sollten die britischen Luftstreitkräfte ausgeschaltet werden, weil das einerseits das gesamte Militär schwächen und andererseits eine deutsche Invasion erleichtern würde. Als die Luftschlacht um England beginnt, hat die Royal Air Force nur rund 850 Flugzeuge. Sie ist der deutschen Luftwaffe damit deutlich unterlegen. Aber die hochqualifizierten britischen Piloten mit ihren wendigen Spitfire-Jagdflugzeugen machen sie zu einem starken Gegner. In einem Monat zerstören die Briten 500 deutsche Flugzeuge. Und England hat ein weiteres Ass im Ärmel. Die Briten verfügen über ein streng geheimes Radarsystem, mit dem sie bei Tag und Nacht ankommende Flugzeuge orten konnten.
Damals initiierte Winston Churchill auch die Gründung der Home Guard, einer Bürgerwehr. Jeder machte mit, Männer wie Frauen. Sie kletterten zum Beispiel mit Ferngläsern auf Hausdächer, um vor deutschen Bombern zu warnen. Sobald die deutschen Geschwader abhoben, wussten die Briten Bescheid. Darüber, dass sie gestartet waren und welche Maschinen mitflogen. Bei der Royal Air Force liefen alle Informationen zusammen. Sie dirigierte ihre Geschwader je nach Bedarf. Die Deutschen wurden also jedes Mal bereits erwartet und überrumpelt. Und die Briten machten ihre gesamte Strategie zunichte. Sommer 1940. Über den britischen Inseln tobt die Luftschlacht um England. Göring hat die Schlagkraft der Royal Air Force unterschätzt. Täglich schießt sie rund 40 deutsche Flugzeuge ab. Doch auch die Briten erleiden schwere Verluste. Über 300 Kampfflugzeuge werden abgeschossen, dazu 230 Piloten getötet oder verletzt. Am Vorabend des 7. September 1940 hat die Royal Air Force ihre Belastungsgrenze erreicht. Peu à peu. Allmählich beeinträchtigen die ständigen Angriffe der Luftwaffe die britische Infrastruktur. Das Fighter Command musste nachgeben und mehrere Stützpunkte im Südosten Englands evakuieren, die schwer beschädigt und nicht mehr zu halten waren. Ende August, Anfang September 1940 kam die britische Luftverteidigung an ihre Grenzen. Die Royal Air Force verlor mehr Flugzeuge und Piloten, als sie ersetzen konnte. Es fehlte nicht viel. Hätte Hitler diese Strategie noch 2-3 Wochen fortgesetzt, hätte er gewonnen. Aber er beschloss stattdessen, die großen britischen Städte anzugreifen. Wie lässt sich diese strategische Kehrtwende erklären? In einem Moment, als der Sieg unmittelbar bevorsteht. Am 24. August 1940 passiert etwas, das alles verändert. Deutsche Piloten werfen möglicherweise versehentlich Bomben über London ab. Daraufhin schickt Churchill umgehend Bomber nach Berlin. Hitler ist fuchsteufelswild und ändert die Strategie. Sie bombardieren unsere Städte? Na schön. Statt Flugplätzen werden nun Großbritanniens Städte angegriffen. Die deutschen Bomber bekommen Befehl, bei Tag und Nacht zivile Ziele anzusteuern, vor allem London, aber auch andere britische Städte. An dem Tag, an dem Hitler in Rage verkündete, britische Städte zu bombardieren, notierte Sir Hugh Dowding, der Kommandant des Fighter Command, in seinen Memoiren: Ich fiel auf die Knie und dankte dem Himmel für diesen Sinneswandel. Es würde zwar Tote und Verletzte geben, aber die Industrie konnte weiter produzieren. Mon outil industriel était complet. Durch die Abkehr von seinen ursprünglichen Zielen verschafft Hitler der britischen Rüstungsindustrie eine unverhoffte Erholungspause. Die Fabriken können jetzt auf Hochtouren Waffen, Munition und Flugzeuge weiter produzieren. Die Entscheidung, zivile anstelle strategischer, militärischer und industrieller Ziele zu bombardieren, war ein gewaltiger Fehler. Greift man die Bevölkerung an, rückt sie zusammen und stellt sich hinter ihre Regierung. Ein enormer psychologischer und strategischer Fehler. Die anhaltenden Bombardierungen halten die Einwohner Londons auf Trab. Manche suchen in den Trümmern nach Überlebenden, andere versuchen mit oft begrenzten Mitteln Brände zu bekämpfen. Und wann immer ein erneuter Angriff droht, eilen sie zu Tausenden in die Luftschutzräume. Als die Angriffe zunehmen, suchen viele Londoner in den U-Bahn-Stationen Zuflucht.
Sie bewahren Ruhe und begegnen einander wie eine große Familie. Dennoch kommen in dieser Zeit über 43.000 Zivilisten durch deutsche Bomben ums Leben. Als die Angriffe nur noch nachts stattfinden, schöpfen viele Londoner neue Hoffnung. Es ist der Beweis dafür, dass die Luftwaffe schwächelt. Die Royal Air Force hat mit Unterstützung der Flugabwehr zu alter Schlagkraft zurückgefunden. Göring hat eine operative Luftwaffe entwickelt, die darauf ausgelegt ist, Bodentruppen zu unterstützen und nicht darauf, Städte, Fabriken und Infrastruktur zu zerstören. Die deutsche Luftwaffe ist nicht in ihrem Element. Sie starten in möglichst kurzer Entfernung zur englischen Küste. Aber sie müssen 10 Minuten lang über britisches Gebiet fliegen. Die Messerschmitts 109, die sie eskortierten, konnten kaum länger als 10 Minuten kämpfen. Denn wenn sie bei Höchstgeschwindigkeit flogen, verbrauchten sie Unmengen an Treibstoff. Wird die Eskorte in einen Luftkampf verwickelt, gelingt es ihr oft nicht mehr, die Bomber über London zu schützen. Die britischen Abfangjäger warten nur darauf, dass die Bomber dort ungeschützt auftauchen, um sie abschießen zu können. Dadurch verlieren die Deutschen viele Piloten und Flugzeuge. Görings Luftwaffe muss immer mehr Rückschläge hinnehmen. Er hat ihre Möglichkeiten überschätzt. Les avions anglais vont faire un carton sur les bombardiers allemands. Die Briten sind sehr erfolgreich in der Luftschlacht um England. Insgesamt zerstören sie über 1850 deutsche Bomber und Kampfflugzeuge. Die Briten haben einen klaren Vorteil. Wird eines ihrer Flugzeuge getroffen, rettet sich der Pilot per Fallschirm, springt ins nächste Auto oder auf ein Motorrad und ist eine Stunde später wieder am Stützpunkt, um mit einer neuen Maschine abzuheben. Ein deutscher Pilot, der sich aus einem brennenden Flugzeug retten kann, kommt in Gefangenschaft und ist für Deutschland für den Rest des Krieges verloren. Schwer zu sagen, wann Hitler merkte, dass er die Briten nicht in die Knie zwingen konnte. Sicher ist, dass er ab Ende 1940, Anfang 1941 den Blick nach Osten richtete und die Sowjetunion Priorität bekam. Hitlers oberstes Kriegsziel ist der rassistisch und ideologisch motivierte Kampf gegen die Juden und gegen den Bolschewismus. Ihm geht es in erster Linie darum, den Osten zu erobern. Er weiß, dass die Rote Armee in schlechter Verfassung ist, dazu schlecht ausgerüstet und schlecht organisiert. Die Gelegenheit scheint also günstig. Dazu kommt die Rassenideologie. Hitler will diese sogenannten Untermenschen ausmerzen und das NS-Reich nach Osten ausdehnen. Es wäre sehr unklug gewesen, Russland im Winter anzugreifen. Also sollte es Anfang des Jahres losgehen. Hitler plante seinen Schlag gegen die Sowjetunion für den März oder April 1941. Aber Mussolini fährt ihm in die Parade, indem er ohne Absprache Griechenland angreift. Hitler rast vor Wut, aber er muss seinem Verbündeten beistehen, um dessen Gesicht zu wahren. Denn die italienische Armee ist bei ihrem Feldzug auf heftige Gegenwehr der Griechen gestoßen. An der griechisch-albanischen Grenze halten 16 griechische Divisionen, 27 italienische Divisionen in Schach. Mussolini droht eine militärische Blamage. Hitler schickt seine Streitkräfte, um den Italienern in Griechenland zu helfen. Gleichzeitig greift er Jugoslawien an, das zu dieser Zeit auf Seiten der Briten steht. Für Hitler völlig inakzeptabel. Ohne vorherige Kriegserklärung beginnt die Luftwaffe am 6. April 1941 mit der Bombardierung Belgrads.
11 Tage später kapituliert Jugoslawien. Die Situation zwingt Hitler, seine Pläne anzupassen und den Blitzkrieg gegen die Bolschewisten zu verschieben. Seine Weisung, dass die Sowjetunion in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen sei, besteht aber weiterhin. Ziel ist es immer noch, die Sowjetunion innerhalb von 5 Monaten zu erobern, also bis Ende 1941, und sich dann wieder den Briten zuzuwenden. Als Hitler seinen Generälen den Plan unterbreitet, die UdSSR im Juni 1941 anzugreifen, sind sie nicht gerade begeistert. Darin steckt jede Menge Arbeit. Schließlich erstrecken sich die anvisierten Gebiete über Tausende von Kilometern. Am 22. Juni 1941 läuft das Unternehmen Barbarossa an. 3 Monate später als ursprünglich geplant überfällt Deutschland die Sowjetunion. Rund 3,5 Millionen Soldaten sind beteiligt. Die meisten gehören der Wehrmacht an. Dazu kommen Truppen aus Ländern wie Finnland, Italien, Rumänien, Ungarn und der Slowakei. Stalin war völlig fassungslos, dass Hitler verrückt genug war, eine zweite Front im Osten zu eröffnen. Über ein so weites Gebiet. Er konnte es einfach nicht glauben. Für das Unternehmen Barbarossa kommen rund 4000 Panzer und ebenso viele Flugzeuge zum Einsatz. Es ist die größte militärische Operation aller Zeiten. Die Divisionen rücken an 3 Fronten vor. Im Süden Richtung Kiew, in der Mitte Richtung Moskau und im Norden Richtung Leningrad. Anfangs sind die Erfolge der Invasoren beachtlich. Das liegt zunächst einmal an der Qualität der deutschen Streitkräfte. Ein letztes Mal geht die Strategie des Blitzkriegs auf. Die Deutschen sind gut darin und kämpfen mit geballter Kraft. Die Rote Armee ist unvorbereitet und schlecht organisiert. Vor allem folgt sie keiner klaren Verteidigungsstrategie. Stalin hatte in den Jahren 1937-38 im Zuge sogenannter Säuberungen tausende Offiziere aus der Roten Armee beseitigen lassen. Deren Führung ist also eher ineffizient. Stalin gab die strikte Anweisung, um keinen Preis zurückzuweichen. Die sowjetischen Truppen kämpften verzweifelt. Viele kamen um. Andere wurden eingekesselt und gerieten massenhaft in Gefangenschaft. Ganze Armeen mussten kapitulieren. In den ersten 6 Monaten von Unternehmen Barbarossa wurden rund 1,5 Millionen Männer gefangen genommen. Die Rote Armee hat sehr viele Soldaten verloren. In deutschen Kinos läuft die Propagandamaschinerie auf Hochtouren. Die Zivilbevölkerung ist beeindruckt vom schnellen Vorstoß der Truppen. Im Oktober 1941 ist Kiew besetzt und Leningrad belagert und die Wehrmacht ist nur noch wenige hundert Kilometer von Moskau entfernt. L'environnement rattrape les Allemands. Das Gelände bremst die Deutschen schließlich aus. Bislang hatten sie über kurze Strecken in West- und Südeuropa gekämpft. Und nun haben sie es mit der Weite der Sowjetunion zu tun. Die Kommunikations- und Versorgungswege erstreckten sich über hunderte von Kilometern. Und die Straßen sind oft nicht befestigt. Die Deutschen haben Probleme mit Nachschub und Logistik. Les ordres sont clairs. On se nourrit sur la population. Die Soldaten haben Anweisung, sich aus Beständen der Bevölkerung zu versorgen. So plündern sie schon bald Dörfer in der Ukraine, Weißrussland und dem Baltikum und überlassen die Einwohner dem Hungertod. Wo immer der deutsche Vormarsch die Rote Armee zum Rückzug zwingt, ordnet diese die Politik der verbrannten Erde an. Kein Dorf, keine Stadt wird verschont. Gebäude und Vorräte werden verbrannt, die Infrastruktur zerstört, Brücken gesprengt. Das weitere Vordringen der Angreifer muss um jeden Preis gebremst werden.
Und noch etwas erschwert das Vorankommen der Deutschen. Ein jahreszeitlich bedingtes Phänomen, das die Russen Rasputiza nennen. Im Oktober gehen in der westlichen Sowjetunion starke Regenfälle nieder, die Straßen und Wege in metertiefe Schlammrouten verwandeln. Aufgrund dieser sintflutartigen Regenfälle blieben die Deutschen ab Oktober 1941 im Matsch stecken. Als der Herbstregen einsetzt, bestehen die Wege nur noch aus Schlamm und das Vorankommen ist quälend langsam. Hitler begreift das gar nicht. Pferde bleiben im Schlamm stecken und müssen erschossen werden. Lastwagen stecken fest, ebenso Panzer. Im November fallen die Temperaturen dann auf minus 30 Grad. Damit stecken die Fahrzeuge nicht mehr im Schlamm fest, sondern im Eis. Die Wehrmacht muss herbe Verluste an Material und Mannstärke hinnehmen. Ende 1941 sind über 800.000 Soldaten kampfunfähig oder tot. Die deutsche Kriegsmaschine hat sich festgefahren und die Moral der Truppe ist derart besorgniserregend, dass General von Rundstedt beschließt, sich an Hitler zu wenden. Von Rundstedt lässt sich von Truppenführern vor Ort informieren. Allesamt sagen, die Lage sei katastrophal. 200 Mann starke Kompanien sind auf 20 bis 30 Mann geschrumpft. Von 50 oder 100 Panzern sind nur noch ein Dutzend übrig. Ab November 1941 steht die Wehrmacht vor den Toren Moskaus. Einige Soldaten können angeblich sogar schon die Türme des Kreml sehen. Es sind nur noch rund 50 Kilometer bis zum Ziel, trotz aller Schwierigkeiten. Durch die Verzögerungen sind die Deutschen kurz vor Moskau schlicht im Schnee stecken geblieben. Neben amerikanischen Hilfslieferungen kam Stalin vor allem der russische Winter zugute. Väterchen Frost legte die deutsche Kriegsmaschinerie lahm. Die Soldaten hatten keine Winterkleidung dabei. So kann man natürlich keine minus 30, minus 40 Grad überstehen. Stalin versucht unterdessen, sein Volk mit patriotischen Reden zu mobilisieren. Der Feind müsse um jeden Preis abgewehrt werden. Das Datum für den Gegenangriff ist gesetzt. Geleitet wird er von einem Strategen der Roten Armee, General Zhukov. Zhukov ist wohl einer der schlauesten Köpfe der Roten Armee. Er ist ein Protégé Stalins. Der Generalissimus war überzeugt, in Zhukov den richtigen Mann für die große Aufgabe gefunden zu haben. Einen Mann mit starken Nerven, der nicht in Aktionismus verfallen würde, nur um gut dazustehen. Am 5. Dezember 1941 beginnt die Gegenoffensive der Roten Armee. General Zhukov leitet diesen gut durchgeführten Gegenangriff und überrumpelt die Deutschen. Sie müssen entgegen ihrer Weisungen den Rückzug antreten. Hitler ordnet an, Dörfer zu sichern und dort die Stellungen zu halten. Zivilisten werden aus ihren Häusern vertrieben und in die Kälte hinausgejagt. In den Dörfern spielen sich grauenvolle Szenen ab. Ein Kampf auf Leben und Tod, der mit moderner Kriegsführung wenig zu tun hat. Ende Dezember 1941 drängt die Rote Armee die Wehrmacht in Teilen bis zu 200 Kilometer weit zurück. Im Dezember 1941 muss Hitler eingestehen, dass seine Eroberungsstrategie für Russland gescheitert ist. Aber anstatt die Verantwortung dafür zu übernehmen, schiebt er sie den drei Generalfeldmarschällen zu, die die jeweiligen Heeresgruppen geleitet haben. Sie werden aufgefordert, in den Ruhestand zu gehen und das Feld zu räumen. Nach der Schlacht von Moskau entlässt Hitler insgesamt 40 seiner Kommandeure und ist gezwungen, sein Militär neu auszurichten. Hitler findet die Kritik in den Reihen der Militärführer inakzeptabel und unerträglich. Also setzt er statt derer ehrgeizige Jungspunde ein, die sich wesentlich unterwürfiger verhalten.
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht hieß Keitel. Manche nannten ihn damals auch Lakaitl, wie ein Lakai. Das zeigt, wie untertänig sich Hitlers Gefolgschaft aufführte. Menschen wie er hätten es nie gewagt, Hitler in Frage zu stellen. Und dass ein Mann wie Hitler, der solch desaströse Beschlüsse traf, so viel geballte Macht und Entscheidungsgewalt in Händen halten konnte, war katastrophal. Während sich die Lage an der Ostfront im Dezember 1941 für die Deutschen immer weiter zuspitzt, trifft Hitler eine der verheerendsten Entscheidungen des Krieges. Am 7. Dezember 1941 starten 353 japanische Flugzeuge von 6 Flugzeugträgern aus in Richtung Pearl Harbor, dem Stützpunkt der US-Pazifikflotte. Am 7. Dezember 1941 greift Admiral Yamamoto, der die japanische Flotte befehligt, Pearl Harbor an. Die USA wären von sich aus nicht in den Krieg eingetreten. Sie wurden aber durch den Angriff der Japaner auf Pearl Harbor mit hineingezogen. I ask that the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. 3 Tage später erklärte Hitler angeblich wegen des Paktes mit Japan den USA den Krieg. Germano-Nippon déclare la guerre aux États-Unis. Das Abkommen mit Japan galt nur im Falle eines Angriffs gegen das Kaiserreich. Tatsächlich aber griffen die Japaner ja die USA an. Hitlers Kriegserklärung war also gar nicht nötig. Hitler hätte sehr gut se dispenser de déclarer la guerre aux États-Unis. Deutschland, Italien und Japan werden den ihnen von den Vereinigten Staaten von Amerika und England aufgezwungenen Krieg mit allen ihnen zu Gebot stehenden Machtmitteln gemeinsam bis zum siegreichen Ende führen. Hitlers Generäle sind mit seiner Entscheidung nicht einverstanden, wehren sich aber auch nicht dagegen. Hitlers Entscheidung lässt darauf schließen, dass er ein völlig falsches Verständnis von den USA hatte. Er war noch nie dort gewesen, hatte keine Vorstellung von ihrer Produktionskraft und unterschätzte ihr Militär ganz offensichtlich. Das US-Militär bestand 1940 aus 140.000 Mann. Hitler dachte wahrscheinlich, dass sie ihm nicht viel anhaben könnten. Falsch gedacht. Hitler war kein Stratege. Dazu war er gesundheitlich angeschlagen und nahm jede Menge Amphetamine und Medikamente, wie übrigens viele deutsche Generäle damals. Er hatte Anfälle, war vollkommen paranoid und leitete das Geschick der Wehrmacht an diesem kritischen Wendepunkt Ende 1941. Er hatte viele Männer verloren. Schätzungen zufolge lagen die Verluste bis Ende 1941 bei rund 700.000 Mann. Eine deutliche Schwächung der Truppen im Vergleich zum Juni 1941. Seine strategischen Möglichkeiten waren nun sehr viel begrenzter. Hitlers Generäle hoffen, durch einen strategischen Rückzug große Teile der Truppen erhalten zu können. Aber ihr Führer will immer wieder angreifen. Und das, obwohl sich das Kräfteverhältnis an der Front im tiefsten russischen Winter eindeutig verschoben hat. Die deutschen Truppen können den Angriffswillen der Sowjets auf Dauer nicht standhalten. Zu Beginn des Krieges standen der Wehrmacht rund 3 Millionen russische Soldaten gegenüber. Bis zum Ende mobilisiert die Rote Armee rund 34 Millionen Männer und Frauen. Auch 1942 trifft Hitler wieder strategisch fragwürdige Entscheidungen. Seine fixe Idee, Stalingrad zu erobern, erweist sich als katastrophaler Fehler und gilt als Wendepunkt im Krieg. Es wäre besser gewesen, Stalingrad einzukesseln und die deutschen Truppen nicht hineinzuschicken. Es war grauenvoll. Kurz nach der Niederlage in Stalingrad müssen sich 1943 auch in Nordafrika Hunderttausende Soldaten des Deutschen Afrikakorps geschlagen geben. Im Jahre 1943 ist die Wehrmacht an vielen Fronten auf dem Rückzug. Im Herbst landen die Alliierten in Italien.
Und ein knappes Jahr später beschleunigt die Invasion in der Normandie das Ende des Dritten Reichs. Hitler ging am 6. Juni 1944 um 4 zu Bett und durfte bis 10 nicht geweckt werden. Von Rundstedt. Generalfeldmarschall von Rundstedt versuchte es immer wieder, aber man wies ihn strikt ab. Trotz seiner körperlich schlechten Verfassung befiehlt Hitler für Dezember 1944 die Ardennenoffensive. Ein erfolgloses und verlustreiches Unternehmen. Seine Generäle glauben nicht an einen Sieg. Das Ganze funktionierte nur auf dem Papier. Die Ardennenoffensive reiht sich ein in eine Kette von Fehlentscheidungen Hitlers, die zu unendlich viel Leid und vielen Millionen Toten geführt haben, bevor sie das NS-Regime endlich zu Fall brachten. Im Jahr 1942 wendet sich der Kriegsverlauf zugunsten der Alliierten. Adolf Hitler hat entscheidende strategische Fehler begangen. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor erklärt Hitler den USA den Krieg. Eine einsame Entscheidung ohne seine militärischen Berater und ein entscheidender Schritt in Richtung Untergang. Unternehmen Barbarossa, der deutsche Überfall auf die Sowjetunion, hat sich als Fehlschlag erwiesen. Statt in die Knie zu gehen, schlägt die Rote Armee zurück und verlängert den Krieg in den Winter hinein. Hitler hat die Wahl, strategischer Rückzug, wie seine Generäle ihm raten, oder stur auf Angriff zu setzen. Die Treibstoffvorräte aus Deutschland und Rumänien reichten nicht für die Panzerdivisionen. Also entschied Hitler, die Ölfelder im Kaukasus zu erobern. Doch die lagen wohlgemerkt tief im Süden Russlands. Die Eroberung der Ölfelder im Kaukasus, etwa in Baku oder Maikop, diente zwei Zielen. Zum einen wollte Hitler die Rote Armee damit kampfunfähig machen. Zum anderen wollte er Deutschland mit Nachschub versorgen und das Embargo aushebeln, das die angelsächsischen Staaten durchgesetzt hatten und welches Deutschland hart traf. Hitler wollte beide Ziele mit Hilfe von Fall Blau erreichen. Das war der Name der Sommeroffensive, die am 28. Juni 1942 im Osten gestartet wurde. Fall Blau soll Stalin in die Knie zwingen. Doch Hitler hat nicht berücksichtigt, dass die Straßen nach der Schneeschmelze in katastrophalem Zustand sind und dass es ein sehr weiter Weg bis in den Kaukasus ist. Bis zur Ölstadt Baku sind es von Deutschland aus mehr als 3000 Kilometer. Auch ignoriert Hitler den schwindenden Kampfgeist der Truppe und ihre schlechte Ausrüstung. Beherrscht vom Rassenwahn unterschätzt er außerdem die Rote Armee. Die ersten Wochen verlaufen nach Plan. Hitler macht große Geländegewinne. Doch am 23. Juli 1942 gibt Hitler einen haarsträubenden Befehl. Er spaltet seine Armeen auf. Eine Armee marschiert Richtung Kaukasus, während die 6. Armee unter General Paulus Stalingrad einnehmen soll. Hitler bewegt seine Truppen auf zwei unterschiedlichen Achsen, was zu einer gefährlichen Aufsplitterung der Kräfte führt. Die Kommandeure der Wehrmacht sind fassungslos. Doch Hitler setzt sich mit seiner strategischen Fehlentscheidung durch. Die erschöpfte und schlecht ausgerüstete 6. Armee unter dem Kommando von General Friedrich Paulus soll Stalingrad im Alleingang einnehmen. Stalingrad hat Symbolcharakter, sowohl für Hitler als auch für Stalin. Denn Stalingrad ist eine große Industriestadt, die obendrein auch noch nach dem sowjetischen Diktator benannt ist. Hitler weiß, wenn er sie erobert, wäre das eine symbolträchtige Demütigung für Stalin. Als die 6. Armee unter General Paulus am 23. August eintrifft, wird Stalingrad noch am selben Abend bombardiert. Das Bombardement verwandelt die Stadt in eine Ruinenlandschaft. Die Entscheidung, so viel Schaden wie möglich anzurichten, war aus ideologischer Sicht folgerichtig. Denn diese Menschen galten ja als minderwertig. Und wenn sie dumm genug waren, Widerstand zu leisten, dann haben sie die totale Vernichtung verdient. So lautete das herrschende Denken.
Paulus hatte jedoch die Schwierigkeiten des Häuserkampfs nicht einkalkuliert. Ruinen sind hervorragend, um sich zu verteidigen. In einer zerstörten Stadt werden Waffen anders eingesetzt. Ein Panzer mag auf offenem Feld nützlich sein, nicht jedoch in der Stadt. Denn hinter jeder Straßenecke kann ihn eine Bazooka oder ein Molotow-Cocktail hochjagen. Die Art zu kämpfen ändert sich. Russen und Deutsche liefern sich über Monate ein blutiges Gemetzel. Die Verteidiger kämpfen erbittert um jedes Viertel, jedes Haus, jede Ruine, jedes Stockwerk. Die Deutschen kommen nicht bis an die Wolga. Da ist ein Viertel, das sie nie ganz einnehmen können. Also schickt die Rote Armee immer neue Verstärkungen. Wenn ein Sowjetregiment aufgerieben wird, kommt ein anderes, das es ersetzt. Manchmal wurden Soldaten sogar ohne Waffen an die Front geschickt, mit der Ansage, sie sollen sich die Gewehre von den Gefallenen holen, um damit anzugreifen. Als im Oktober 1942 der erste Schnee fällt, sind die Deutschen abermals nicht richtig ausgestattet. Sie warten vergeblich auf Verstärkung und Nachschub und erleiden weiter hohe Verluste im Häuserkampf. Die Moral der Truppe sinkt immer tiefer. Im Oktober erhält General Paulus Aufnahmen der Luftaufklärung. Er sieht, dass sich starke Sowjetverbände an der nördlichen und südöstlichen Front sammeln. Das beunruhigt ihn, denn an beiden Frontabschnitten ist die rumänische Armee stationiert, die sowieso schon schlecht ausgerüstet ist, für den Winter erst recht. Er bittet um Erlaubnis, den Rückzug antreten zu dürfen. Denn wenn er das nicht tut, läuft er Gefahr, in einen Kessel zu geraten. Doch Hitler sagt nein. Hitler verbietet Paulus jedes Zurückweichen. Er soll die Schlacht von Stalingrad um jeden Preis gewinnen. Am 19. November 1942 startet die Rote Armee ihrerseits eine Großoffensive. Operation Uranus. Stalin bläst zum Gegenangriff. Er attackiert die Deutschen, aber nicht in Stalingrad, sondern da, wo die italienischen und rumänischen Verbände stationiert sind, nördlich und südlich von Stalingrad. Die Rote Armee greift diese militärisch schwächeren Verbände an. Sie kapitulieren schnell und die Russen kesseln Stalingrad ein. Am 22. November 1942 schnappt die Falle zu. General Paulus 6. Armee wird von der Roten Armee eingekesselt. Nie zuvor war eine deutsche Armee eingekesselt worden. Also befahl Hitler Feldmarschall von Manstein, Stalingrad von der Südseite aus zu befreien. Von Manstein teilt Hitler mit, dass er nur einen Korridor schaffen könne, um Paulus mit Nachschub zu versorgen und um ihm anschließend zum Rückzug zu verhelfen. Seine Truppen greifen die Sowjets direkt an. Doch die Rote Armee wittert den Braten und bläst zum Gegenangriff. Von Manstein muss sich zurückziehen, um nicht selbst eingekesselt zu werden. Paulus' Truppen sind nun auf sich allein gestellt. Vorräte, Treibstoff und Munition gehen schnell zur Neige. Um die 250.000 bis 260.000 Mann der 6. Armee zu ernähren, braucht man jeden Tag mindestens 500 Tonnen Nahrung. Göring spielt sich wieder auf. Kein Problem, mein Führer. 500 Tonnen, nicht lieber 600? Okay, 500. Kein Problem, ich schicke meine Junkers 52 los. Doch bei der Kälte und dem Schnee und mit dem minderwertigen Treibstoff springen viele Flugzeugmotoren nicht an. Sie werden nicht warm und liefern letztlich nur 100 Tonnen. Es fehlen also 400 Tonnen. Nach 8 Tagen sind das schon 3.200 Tonnen. Die Folge ist, dass die 6. Armee buchstäblich verhungert. Denn die Versorgung mit Munition hat Priorität.
elle va crever de faim, parce qu'il faudra quand même donner une certaine priorité aux munitions. Am 10. Januar 1943 beginnt die Rote Armee ihre Schlussoffensive gegen die entkräfteten und ausgezehrten Reste der 6. Armee. 15 Tage darauf wird der Kessel in zwei Teile gespalten. Dennoch gibt Hitler strikte Order, sich unter keinen Umständen zu ergeben. Ende Januar befördert Hitler Paulus in letzter Minute zum Feldmarschall. Er erwartet, dass er sich selbst tötet, denn ein deutscher Feldmarschall ergibt sich nicht. Doch Paulus ergibt sich. Am Morgen des 2. Februar 1943 weht die rote Fahne wieder über Stalingrad. Für die Wehrmacht und ihren Oberbefehlshaber ist es nicht die erste Niederlage, aber psychologisch die folgenreichste. Das Problem mit Paulus war sein blinder Gehorsam gegenüber Hitler. Er hat ihm zwar seinen Posten gesichert, aber auf der anderen Seite hat er durch die Befolgung von Hitlers Befehlen den Sowjets erst ermöglicht, hunderttausende Soldaten gefangen zu nehmen. Vielleicht hätte er mehr an seine Männer denken sollen, als an seine Treue zu Hitler. Jeder Krieg ist barbarisch, aber dieser war es ganz besonders. Ein Charakteristikum des Krieges in Russland war die Grausamkeit sowohl der Deutschen als auch der Russen. Von den 91.000 deutschen Kriegsgefangenen in Stalingrad sind gerade mal 6.000 zurückgekehrt. Die anderen erfroren, wurden getötet oder sind in Kriegsgefangenenlagern verhungert. Im deutsch-sowjetischen Krieg und an seinen Folgen sterben rund 3,5 Millionen Wehrmachtssoldaten. Bei der Roten Armee sind es an die 11,5 Millionen. Die sowjetische Gesamtopferzahl wird auf 26 bis 40 Millionen Menschen geschätzt. 1939, 1940 ist die Wehrmacht noch von Sieg zu Sieg geeilt. Dies war ein entscheidender Wendepunkt. 1943 hat sie auch in Nordafrika das Kriegsglück verlassen. Während die Kämpfe in Stalingrad toben, mischen sich auch die USA aktiv ins Kriegsgeschehen ein. An der Seite der Briten rücken sie in Nordafrika vor. Der Vereinigten Staaten von Amerika begrüßt den Premierminister Großbritanniens. Der Ernst der Lage hat beide zusammengebracht. Im Frühjahr 1942 waren die Achsenmächte noch auf dem Höhepunkt ihrer Macht in Nordafrika. Auf Drängen Stalins eröffnen die Alliierten eine zweite Front. Die Operation mit dem Decknamen Torch, Fackel, sieht Landungen an der Küste Nordafrikas vor. Sie sollen Amerikanern und Briten eine Basis für eine spätere Invasion Europas geben. Doch zunächst gilt es, das deutsche Afrika-Korps in Libyen auszuschalten. Das Afrika-Korps war eine wichtige Eliteeinheit und sein Befehlshaber Erwin Rommel in Deutschland sehr beliebt. Das Afrika-Korps unter Feldmarschall Rommel hatte nun neben den Briten einen weiteren Gegner. Die Deutschen waren teilweise schon auf dem Rückzug, als sie sich im November 1942 mit der Operation Torch auf die alliierte Landung in Nordafrika einstellen müssen. Am 8. November 1942 beginnt Operation Torch. Mehr als 100.000 alliierte Soldaten steuern auf 200 Kriegsschiffen die nordafrikanische Küste an. Sie sollen die Schlüsselhäfen von Marokko bis Algerien gleichzeitig einnehmen. Der Kampf gegen die Wehrmacht und ihre Verbündeten nimmt neue Fahrt auf. Rommel wurde besiegt. Die Briten konnten diese Schlacht gar nicht verlieren. Sie konnten diese Schlacht aus zwei Gründen nicht verlieren. Zunächst mal war es eine 2- oder sogar 3-gegen-1 Situation. Zweitens hatten sie ihre Stützpunkte in unmittelbarer Nähe, während die von Rommel weit entfernt lagen, in Tripolis
Benghazi oder sogar noch weiter entfernt in Tunesien. Er wurde also besiegt. Von da an kämpfen die Italiener und die Deutschen, die noch in Libyen und Tunesien sind, im Osten gegen die vorrückenden Briten. Im Westen haben sie es mit den Briten, Amerikanern und Franzosen zu tun. Sie werden immer weiter eingekreist, bis Rommel schließlich Hitler informiert, dass die Truppen nach Hause geholt werden müssten oder zumindest die Schlacht beendet werden müsse. Doch Hitler begeht in Nordafrika den gleichen Fehler wie in Stalingrad. Wieder beharrt er darauf, die Stellungen zu halten und bis zum letzten Mann zu kämpfen. Es wäre viel sinnvoller gewesen, Nordafrika zu verlassen und sich nach Italien zurückzuziehen, anstatt um jeden Preis dagegen zu halten und sogar Verstärkung nach Tunesien zu schicken, wie Hitler es ja tat. Die Schlinge zieht sich immer enger zu. Die Alliierten sind besser ausgerüstet und ihre Artillerie fügt den Achsenmächten schwere Verluste zu. Zwar wehrt sich das Afrika-Korps mit selbstmörderischen Gegenangriffen und zahlt dafür einen hohen Blutzoll, aber die Niederlage ist nicht mehr abzuwenden. Wer den Befehl zum Kämpfen hatte, kämpfte bis zum Schluss. Als die Deutschen in Tunesien am 8. Mai 1943 kapitulierten, gerieten dort 130.000 Deutsche in Kriegsgefangenschaft. Der Begriff vom zweiten Stalingrad macht die Runde. Weiter zu kämpfen war ein Riesenfehler, der zu einer verheerenden Niederlage mit vielen italienischen und deutschen Kriegsgefangenen führte. Meines Erachtens ist die Niederlage in Tunesien aus strategischer und militärischer Sicht sogar noch schlimmer als Stalingrad. Ihr Symbolwert ist geringer und sie ist heute nicht mehr so bekannt. Aber für die Achsenmächte war das Desaster in Afrika noch schlimmer als Stalingrad. Die Verluste waren in Tunesien genauso hoch wie in Stalingrad, wenn nicht noch höher. Auch in Russland werden die Deutschen im Mai 1943 an allen Fronten zurückgedrängt. Nach den Niederlagen in Moskau und Stalingrad versucht Hitler erneut, die Initiative zurückzugewinnen. In Kursk wittert er eine Chance zum Gegenangriff. Die Rote Armee hatte dort während einer Offensive im Frühling 1943 einen 150 Kilometer tiefen Frontvorsprung geschaffen, den sogenannten Kursker Bogen. Die Sowjets haben einen Frontvorsprung hergestellt, der wie eine Beule in die deutsche Verteidigung hineinragt. Aber der Kursker Bogen hat verteidigungstechnisch entscheidende Schwachstellen. Hitler will den Bogen mit einer Großoffensive durchbrechen, die russischen Truppen einkesseln und sie so besiegen. Hitler wollte ein Zeichen setzen. Denn nach Stalingrad waren seine Verbündeten, inklusive Mussolini, kriegsmüde und wollten Frieden mit Stalin schließen. Hitlers Ziel war es, neues Vertrauen bei seinen europäischen Verbündeten zu schaffen. Er wollte die Stärke der Wehrmacht unter Beweis stellen, vor allem die seiner neuen Panzer. Da waren der Panther, dann natürlich der schwere Tiger, den er erst seit einigen Monaten hatte, und der Jagdpanzer Elefant. Tiger und Panther waren zweifelsohne exzellente Panzer, aber man konnte sie nicht über Nacht ranschaffen. Und das war das Problem. Nur zu sagen, wir haben sie, reichte nicht aus, wenn sie nicht da waren. General von Manstein plädiert für einen schnellen Angriff. Er will die sowjetischen Truppen, die von monatelangen Kämpfen ausgelaugt sind, überraschen und besiegen. Doch Hitler hat andere Pläne. Er setzt auf die neuen Wunderpanzer und spielt auf Zeit. Das Warten hat sie mehrere Wochen gekostet. Und die sowjetischen Generäle wussten, dass die Deutschen eine Offensive planen. Dank der Briten kennen die Russen die deutschen Pläne schon, sobald diese sie geschmiedet haben.
denn die Engländer haben die Enigma entschlüsselt. Sie geben alle Informationen an die Russen weiter, sodass die immer genau wissen, wie, wo und mit welchen Kräften die Deutschen angreifen. Sie hatten also genug Zeit, um ihre Verteidigung sorgfältig mit Minen, Panzerabwehrsystemen und Artillerie vorzubereiten und ihre Stellungen zu befestigen. Und als Hitler dann am 5. Juli 1943 seinen Angriff startete, war es wieder mal zu spät. Am 5. Juli 1943 startet Hitler seine letzte Großoffensive an der Ostfront. Unternehmen Zitadelle. Ein gewaltiges Kräftemessen beginnt. 900.000 Wehrmachtssoldaten treffen auf fast 2 Millionen Rotarmisten. Und über 2.000 deutsche Panzer auf fast doppelt so viele, zumeist neuere sowjetische Panzer vom Typ T-34. Die sowjetischen Panzer waren technisch gesehen nichts Besonderes. Aber sie waren schwer zu zerstören. Die Schlacht von Kursk war die größte Panzerschlacht des Zweiten Weltkriegs und endete als Riesenpanzerfriedhof. Die deutschen Panzer kämpfen fast 1 gegen 2. Und daher dreht sich die Schlacht, trotz der modernen deutschen Panzer, schon bald zugunsten der Sowjets. Es gibt kaum Raum für Manöver. Das Töten findet von Angesicht zu Angesicht statt. Die Deutschen verlieren 55.000 Soldaten, die Sowjets über 177.000. Doch die größte Panzerschlacht der Geschichte schwächt die Wehrmacht viel mehr als die Rote Armee. Nach Kursk ändert sich alles. Das ist ein einschneidendes Ereignis. Denn die Deutschen haben keinerlei Optionen mehr an der Ostfront. Sie haben so viele Männer und so viel Material in Kursk verloren, dass sie nicht mehr imstande sind, größere Operationen an der Ostfront zu starten. 1944 weichen die Deutschen an vielen Fronten zurück. Hitler rechnet mit einer alliierten Invasion. Er ist zunehmend in der Defensive. Hitler glaubt, dass die alliierten Truppen im Pas-de-Calais landen werden. Daher stationiert er die hochgerüsteten Panzerdivisionen in Lille und im Norden gegenüber vom Pas-de-Calais. Um Hitler in seinem Glauben zu bestärken, setzen die Alliierten auf Täuschungsoperationen. Kurz vor der Landung in der Normandie gab es großflächige Bombardements in Nordfrankreich, um diesen Schein zu wahren. Es gab Doppelagenten in England, die den deutschen Kommandeuren mitteilten, dass die Invasion im Norden des Pas-de-Calais oder an der belgischen Küste stattfinden würde. Hitler tappt in die Falle. Die für eine mögliche Invasion vorgesehene Hauptstreitmacht bleibt weiterhin in der Region Pas-de-Calais stationiert. Doch als die Invasion am 6. Juni 1944 unter dem Namen Operation Overlord startet, landet die erste Angriffswelle nicht im Pas-de-Calais, sondern 300 Kilometer davon entfernt an der Küste der Normandie. Genau dort, wo die deutschen Stellungen am verwundbarsten sind. Die deutschen Kommandeure müssen ihre Panzerverbände möglichst schnell verlegen, um die Alliierten abzuwehren. Aber dafür benötigen sie Hitlers Einverständnis. Doch der ist nicht erreichbar. Hitler ging am 6. Juni 1944 um 4 zu Bett und durfte bis 10 nicht gestört werden. Wertvolle Zeit verrinnt, sodass die Alliierten eine Angriffswelle nach der anderen starten können. Als Hitler von der Invasion erfährt, glaubt er an eine Finte der Alliierten. Er bleibt bei seiner Entscheidung. Er sagte, das stimmt nicht. Das ist reine Propaganda. Die Panzerdivisionen bleiben, wo sie sind. Er hielt das alles für ein Ablenkungsmanöver und dachte, dass die Landung bald im Norden stattfinden würde und die Normandie nur ein Nebenschauplatz sei. Gegen Mittag hat Hitler noch immer nichts unternommen. Die Alliierten nehmen derweil einen Strand nach dem anderen ein.
Wenn Hitler an diesem Morgen nicht geschlafen hätte und auf seine kompetenten Generäle und Marschälle gehört hätte, dann hätte er den Marschbefehl gegeben und die Panzerdivisionen hätten binnen 48 Stunden Omaha Beach erreicht. Die Stimmung in der Wehrmacht ist geteilt. Einige Militärs hoffen noch auf den Endsieg. Viele ahnen aber, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Eine Einschätzung, die Hitler kategorisch ablehnt. In Nazi-Deutschland gab es einen Widerstand, sogar in der Armee. Leute, die 1939, 1940 noch an Hitler geglaubt hatten. Am 20. Juli 1944 schreiten einige von ihnen zur Tat. Unternehmen Walküre soll Hitlers Ende besiegeln. An dem Attentat am 20. Juli 1944 waren höhere Offiziere und Generäle der Wehrmacht beteiligt. Sie haben die Lage an der Ostfront klar und deutlich gesehen. Und sie wussten, dass der Krieg bald verloren sein würde. Sie wollten den Krieg beenden, indem sie den Kopf der Armee und des Staates ausschalten. Die Verschwörer wählen einen Mann als Attentäter aus, der häufig in Hitlers Nähe ist. Oberst Graf von Stauffenberg, ein verdienter Offizier, der während des Afrika-Feldzugs schwer verwundet wurde. An diesem Tag nimmt er an einer Lagebesprechung im Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen teil. In seiner Aktentasche hat er eine scharfe Bombe. Das Attentat im Juli 1944 in der Wolfschanze wäre fast erfolgreich gewesen. Insgesamt 24 hochrangige Militärs und Hitler selbst befinden sich zu einer Lagebesprechung in der Holzbaracke. Von Stauffenberg betritt die Baracke etwas verspätet, während ein General Bericht erstattet. Da sein Gehör in Afrika gelitten hat, bittet er darum, neben Hitler stehen zu dürfen. Ein idealer Platz, um die sprengstoffgefüllte Aktentasche abzustellen. Das Attentat schlug fehl, weil die Tasche schlecht unter dem Tisch platziert wurde. Von Stauffenberg gibt vor, telefonieren zu müssen und verlässt den Raum. Die Tasche behinderte einen der Offiziere und er schob sie ein Stück beiseite, direkt neben einen schweren Fuß des hölzernen Konferenztisches. Die Bombe zündet und richtet erheblichen Schaden an. Doch sie verfehlt ihr eigentliches Ziel. Vier Männer sterben, doch Hitler überlebt fast unverletzt. Er hat lediglich leichte Blessuren und Verbrennungen sowie geplatzte Trommelfelle. Einige sagen, der Teufel höchstpersönlich hätte Hitler beschützt. Er hätte an diesem Tag sterben müssen. Noch am Tag des Attentats empfängt Hitler Mussolini in der Wolfschanze. Hitler deutet sein Überleben als Vorsehung und sinnt auf Rache. Direkt danach kam es zu einer großen Säuberungsaktion. Die meisten Wehrmachtsangehörigen und Kommandeure, die unmittelbar und auch mittelbar mit dem Attentat zu tun hatten, wurden erschossen, eliminiert. Rommel wird zum Selbstmord gezwungen. Von Kluge, ein weiterer hochrangiger Wehrmachtsangehöriger, nimmt sich das Leben. Einige der Verschwörer werden an Fleischerhaken aufgehängt und Filmaufnahmen davon als Warnung an Angehörige der Wehrmacht geschickt. Rund 150 Menschen werden hingerichtet, an die 5000 verhaftet. Hitlers Vertrauen in die Wehrmacht ist angeschlagen. Während dieser Zeit gewinnt die SS noch mehr Einfluss. Himmler ist jetzt die Nummer zwei, denn Hitler beauftragt die SS, wieder für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Das hat dramatische Folgen für die Situation an der Front. Seit Sommer 1944 sind die Befehle mehr denn je ideologisch motiviert.
Wir müssen durchhalten. Durchhalten ist eine Frage der Ehre, eine Frage der Opferbereitschaft, auch wenn wir unsere Position nicht halten können. Wir müssen durchhalten und hoffen, wie Hitler immer wieder predigt, dass der Krieg sich bald zu unseren Gunsten wenden wird. Nicht zuletzt wegen der versprochenen Wunderwaffen, die sehnlichst erwartet werden und bald kommen sollen. Doch selbst Wunderwaffen wie die V1 und V2 können Deutschland nicht mehr retten. Von diesem Zeitpunkt an entwickelt Hitler ein Pathos, das zwischen Weinkrämpfen und furchtbaren Wutausbrüchen pendelt. Er ist müde und vorzeitig gealtert. Er ist noch nicht mal 55, sieht aber aus wie ein 80-Jähriger. Je mehr sich die Niederlagen häufen, desto schlechter wird sein geistiger und körperlicher Zustand. Zu Anfang des Krieges hatte er Keitel noch überrascht, als er auf einem polnischen Panzerzug über herumliegende Leichen sprang. Am Ende des Krieges sehen wir ihn in einem Film von 1945 bei seinem letzten Auftritt vor ein paar Hitlerjungen. Ein gebeugter, faltiger Mann, der seine heftig zitternde linke Hand hinter seinem Rücken versteckt. Hitler war an Parkinson erkrankt. Er litt an Schlaflosigkeit. Angesichts all der Tropfen, Mittelchen und anderer Dinge, die ihm sein Leibarzt Dr. Morell verabreichte, war er im Prinzip ein Drogenabhängiger. Er hatte nicht mehr die körperlichen und geistigen Ressourcen, um den Krieg in dieser kritischen Phase zu führen. Er erhält regelmäßig Injektionen. Er ist in Behandlung. Er ist körperlich und geistig erschöpft. Niemand wagt, ihm zu widersprechen. Um ihn herum sind nur noch Generäle, die seine Befehle ausführen und sich nicht mehr trauen, zu widersprechen. Im Dezember 1944 haben die Alliierten an der Westfront bereits Holland, Belgien und Luxemburg erreicht. Manch einer rechnet damit, dass der Krieg schon Weihnachten vorbei sein könnte. Doch der Weg nach Berlin ist noch weit. Und Hitler setzt auf den totalen Krieg. Hitler setzt alles auf eine Karte und startet einen Gegenangriff. Am 16. Dezember 1944 beginnt die Ardennenoffensive. Er macht Feldmarschall von Rundstedt zum Befehlshaber, obwohl dieser nicht an einen Erfolg glaubt. Er bleibt sogar einem Treffen mit anderen Militärs fern, das Hitler einberufen hat. Ziel der Ardennenoffensive ist es, die Maas zu erreichen und den Hafen von Antwerpen, der für den Nachschub der Alliierten von zentraler Bedeutung ist. Nach einem solchen Erfolg wollte Hitler mit den Alliierten Verhandlungen aufnehmen. Er wollte die britischen und amerikanischen Truppen schwächen und einen Kompromissfrieden mit den Westalliierten herbeiführen, um dann wieder gegen die Sowjets, die Kommunisten, die Bolschewiken vorzugehen. Das war ein riskantes Spiel und ein gravierender strategischer Fehler. Dieser Angriff funktionierte nur auf dem Papier. Hitler hat das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Doch angesichts des mageren Truppenkontingents bleiben seine Generäle skeptisch. Um in den Ardennen angreifen zu können, zieht Hitler zusätzlich Truppen von der Ostfront ab. Alle Warnungen seiner militärischen Berater schlägt er in den Wind. Der deutsche Angriff kann nur eine Hoffnung auf Erfolg haben. Und die deutschen Panzer können nur dann vorstoßen, wenn die Alliierten vor Ort festgenagelt sind. Und das geht nur bei schlechtem Wetter. Am 16. Dezember scheinen die Bedingungen günstig. Unter dem Decknamen Wacht am Rhein startet Hitler die Ardennenoffensive. Die US-Truppen werden von der Wucht des Angriffs völlig überrascht. Wegen des Wetters können ihre Flugzeuge nicht starten. Zu Beginn waren die Deutschen sehr erfolgreich und haben die US-Armeen an der Front zurückgedrängt. Die Truppen waren nicht voll einsatzbereit, denn die US-Generäle hielten die Ardennen für unüberwindlich. Sie dachten, dass Panzer da nicht rüberkämen. Die
GIs werden an vielen Stellen überrannt. Rund 8000 geraten in Kriegsgefangenschaft. Doch Hitlers Blitzangriff geht bald die Luft aus. Einen Angriff bei solch schlechtem Wetter zu starten und sich so abhängig vom Wetter zu machen, ist Wahnsinn. Denn nicht nur für die Alliierten war das Wetter schlecht, sondern auch die Deutschen mussten unter denselben horrenden Bedingungen kämpfen. Die Soldaten kämpfen bei Temperaturen bis zu minus 20 Grad. Der Boden war entweder matschig oder gefroren. Die verbliebenen Panzer wogen mit unter 70 Tonnen und waren viel zu schwer dafür. Der Vorstoß geriet ins Stocken. Den Deutschen fehlte das Können und Geschick, das sie 1940 an den Tag gelegt hatten. Am 22. Dezember 1944, nur 6 Tage nach dem Beginn der Offensive, gingen der Wehrmacht die Munition und der Sprit aus. Die Führung der Wehrmacht hatte den Treibstoffbedarf um das Fünffache unterschätzt. Vom 23. Dezember an bessert sich das Wetter. Die alliierten Flugzeuge können nun starten und in die Schlacht eingreifen. Mit den ersten Sonnenstrahlen heben alle alliierten Flugzeuge ab und nageln die deutschen Panzer fest. Es ist ein Massaker. Die angloamerikanischen Flugzeuge nehmen vor allem die Nachschublaster ins Visier. Überall sieht man Rauchfahnen von brennenden Lastern aufsteigen. Die Deutschen müssen ihr Kriegsgerät zurücklassen, weil General Patton mit seinen Panzern im Süden einen Gegenangriff startet und die Briten im Norden. Die deutschen Truppen bestanden zwar auch aus gut trainierten und motivierten Soldaten, vor allem jedoch aus Volksgrenadieren und unerfahrenen Jugendlichen, die Angst hatten, schlecht ausgerüstet waren und nicht über die Fähigkeiten ihrer Vorgänger von 1940 verfügten. Die Ardennenschlacht beginnt Mitte Dezember 1944 und endet am 31. Januar 1945. Die Deutschen kehren dorthin zurück, wo sie anfangs schon einmal waren. Aber dieser Irrsinn kostet zehntausende Soldaten das Leben. Sie haben viele Flugzeuge, Panzer und Treibstoff verloren. Ihre Moral war im freien Fall. Und all das fehlte im Kampf gegen die Sowjets, die zu dieser Zeit im Osten angriffen. Während der Ardennenschlacht rücken die Russen 500 Kilometer vor. Sie hätten ihre Truppen lieber im Osten einsetzen sollen, denn für das deutsche Volk ging die größere Gefahr vom Osten aus. Nach den deutschen Gräueltaten an den Russen, die sie als Untermenschen betrachtet hatten, nach den niedergebrannten Dörfern, den Vergewaltigungen und den vielen ermordeten Männern, Frauen und Kindern, waren die Russen blind vor Hass. Wenn Hitler ein bisschen an sein Volk gedacht hätte, dann hätte er den Osten verteidigen müssen. Statt zu kapitulieren, nimmt Hitler den Untergang seines Volks bewusst in Kauf. Denn er sieht darin die Strafe dafür, dass es zu feige und zu schwach war. Das tausendjährige Reich, von dem Hitler einst träumte, taumelt dem Abgrund entgegen, attackiert an allen Fronten. Die Alliierten kämpfen sich von Osten und von Westen immer weiter ins Deutsche Reich vor und haben ihr ultimatives Ziel fast erreicht: Berlin. Die Sowjets bestimmen das Tempo im Wettlauf nach Berlin. Stalin will die Stadt vor den Amerikanern und den Briten erreichen und schafft es auch. Letztendlich nehmen die Sowjets Berlin im Alleingang ein. Ende April 1945 liegt das Dritte Reich in den letzten Zügen. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. Meines Erachtens war Hitler ein Spieler, einer, dem strategische Gesichtspunkte von Anfang an weniger wichtig waren.
Aspekte wie Bodenbeschaffenheit oder logistische Probleme waren ihm völlig egal. Ihm, dem großen Kriegsherrn, als den er sich sieht. Und dann eines Tages holen ihn all diese Faktoren, bei denen er als Kriegsherr hätte wachsen können, wieder ein. Und von da an verzockt er sich und verliert systematisch all seine Wetten. Seine letzte Strategie lautet Selbstmord. Selbstmord des deutschen Volkes und Selbstmord all jener, die dem armseligen Bunker mit ihm ausharren, bis die Russen vor der Tür stehen. Am Ende ist er ein gebrochener und verzweifelter Mann, der all seine Taschenspielertricks aufgebraucht hat und sich in den Kopf schießt, nachdem er seine Frau vergiftet hat.